Hallo und willkommen zu meinem neuen Marx Flohmarkt. So, ich bin gerade hier unterwegs, ein bisschen auf einem Weihnachtsmarkt, aber ich will jetzt einfach mal die Situation nutzen und meinen Flohmarkt auflösen. So, das letzte Mal hatte ich ja diese Nebelscheinwerfer. Wer die bekommt, die findet ihr einfach oder das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn du dich hier erkannt hast, also derjenige, der das bekommen hat, machst du bitte Folgendes. Du antwortest mir schnellstmöglich und das am besten natürlich auf meine E-Mail-Adresse. Was also bedeutet, gehe einfach am besten auf meine Homepage, suche meine E-Mail-Adresse heraus und schreibe mir einfach eine E-Mail mit deiner Adresse, sodass ich schnellstmöglich die Nebelscheinwerfer an dich versenden kann. So, dann ist es natürlich auch wichtig, mir schnell zu antworten, denn wenn du das nicht in der von mir angegebenen Zeit schaffst, fällt der Gewinn und ich suche mir jemand anderen, der die Nebelscheinwerfer bekommt. Noch ein wichtiger Hinweis, heute habe ich auch wieder was Schönes für euch. Jeder, der natürlich hier mitmacht, schaut bitte erstmal unten in die Videobeschreibung, lest euch die Bedingungen durch, denn ich bin hier in Deutschland und wenn ich hier was auslobe oder was verschenke, muss ich hier einige Bedingungen, leider festlegen und nur wer hier zustimmt, kann hier auch mitmachen. So, heute habe ich auch wieder was Schönes für euch und zwar habe ich wieder mal einen meiner PCs umgebaut und ich habe jetzt hier eine PCI-Karte übrig und zwar eine PCI-Karte mit einem oder mit, sagen wir, drei USB-3 Anschlüssen. Diese könnt ihr quasi in euren PC einbauen und zu eurem PC um drei USB-3 Anschlüsse erweitern. Wer sowas braucht, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare und ich suche mir jemanden bis zu dem Einsendeschluss, den ich euch hier oben einblende, aus und teile dann dementsprechend denjenigen oder teile denjenigen mit, der das bekommt, und zwar im nächsten Marx Flohmarkt. Und wie ihr seht, ich habe auch einen sehr knappen Einsendeschluss. Das heißt, ich werde jetzt mal die Geschichte etwas komprimieren und werde einfach mal einige mehr Marx Flohmarkts in der Weihnachtszeit nochmal machen, sodass ich hier vielleicht nochmal über Weihnachten einige Sachen mehr heraushauen tue. So, das war es dann auch im Großen und Ganzen zu meinem Marx Flohmarkt. Ich sage nur Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.